Heute möchte ich dir zeigen, wie du ein realistisches Auge mit Polychromstiften zeichnen kannst. Ich werde dir dazu von Anfang bis Ende möglichst einfach Schritt für Schritt zeigen, wie du es auch mitmachen kannst. Deshalb nimm dir jetzt am besten gleich ein Blatt Papier, hol dir die Stifte und wir gehen Schritt für Schritt durch und malen dieses Auge zusammen. Lass uns also einfach starten. Als erstes würde ich dir mal empfehlen, dass du dir irgendeine Vorlage von einem Auge ausdruckst, aufs Handy machst, aufs iPad oder sonstige Vorlage. Für mich am besten ist es immer ausdrucken, weil dann kann ich das flach aufs Papier legen. Ich sehe das wunderbar ohne Glänzen und das funktioniert für mich am besten. Handy und Tablet geht aber auch im Notfall. So. Wir werden dieses Auge nicht jetzt versuchen, 1:1 abzuzeichnen. Wir werden dieses Auge als Vorlage verwenden, um uns daran zu orientieren. Es gibt natürlich auch Szenarien, wo man versucht, es 1:1 so gut wie es geht abzubilden. Hier geht es jetzt aber darum, dass du lernst, grundlegend das Auge zu zeichnen, wie du rangehen kannst und dass ich das mit dir Schritt für Schritt jetzt durchmache. Deshalb sehe es als Vorlage. Wir zeichnen hier jetzt auch nicht irgendwie groß vor mit einem Gitter oder so, sondern wir gehen direkt rein und ich zeige dir, wie du direkt starten kannst. Ich mache das als erstes immer so, dass ich mir hier diese Packung mit Polychromos hinlege und dann gehe ich durch und dann schaue ich einfach auf die Vorlage und sage so, ja okay, was habe ich denn hier? Okay, da habe ich dieses Van Dyck Braun, das da vielleicht irgendwo drin vorkommt. Dann gehe ich weiter. Ah, okay, dann wird es aber ein bisschen heller, ein bisschen oranger. Dann nehme ich mir mal das nächste. Und so gehe ich da durch und schnapp mir dann eine Farbe nach der anderen und gucke dann mal, könnte das so passen. Öfter passiert es dann, dass ich dann während dem Zeichnen merke, okay, die brauche ich gar nicht oder ich brauche nochmal eine andere. Das sind jetzt die hier, wo ich mir rausgesucht habe für diesen Hautbereich und für diesen pinken Bereich hier. Ich werde dir die unten alle reinschreiben, falls du die gleichen verwenden willst, aber denk bitte dran, es geht auch ganz einfach mit weniger, mit unterschiedlichen. Das sind jetzt einfach die, wo ich hier gerade mal so rausgenommen habe. Dann habe ich das gleiche nochmal gemacht, und zwar für die Pupille, wo ich jetzt verschiedene Blautöne, Türkistöne und Orangetöne rausgenommen habe, um die später dann gut darzustellen. Ganz wichtig ist natürlich auch noch die Weiß, die werden wir an verschiedenen Stellen zum Verwischen nehmen. Nicht zum Weißmalen eigentlich, weil das Papier ist ja schon selber weiß, aber teilweise auch um etwas aufzuhellen. So, wie starten wir jetzt also? Das ist ganz wichtig. Ich würde mir jetzt als allererstes mal dunkle Töne nehmen. Nicht das Schwarz, aber so ein Van Dyck Braun. Dann würde ich jetzt mal gucken, beziehungsweise ich tue es, ich gucke jetzt mal, was sind denn so diese Bereiche, die das Auge eigentlich definieren. Das heißt, dieses Augenlid ist ja immer ganz, ganz wichtig. Dann hier, wo das Auge aufhört und wo es rechts und links aufhört. Was du jetzt machen kannst, wenn du dir das so ausgedruckt hast, dann kannst du natürlich sagen, okay, du gehst hier mal ganz grob runter und sagst mal, ja, okay, hier in dem Bereich hört es ungefähr auf oder fängt es an, je nachdem, wie du es sagen möchtest. Und hier in dem Bereich. Und das ist jetzt nichts Genaues. Das ist einfach nur so, dass du mal eine grobe Dimension hast. Das Gleiche, also wenn du jetzt sagst, das ist hier, kannst du dann seitlich mal machen, um dann zu sagen, ja, okay, wie hoch soll das ungefähr sein? Dann sagst du mal hier irgendwie. Und es ist wirklich nur ganz, ganz grob, um mal zu schauen, wie groß das ungefähr sein wird. Mehr brauchst du da gar nicht machen. So, dann kommt ein ganz wichtiger Tipp. Abstand nehmen. Und das sage ich immer zu jedem meiner Schüler, nimm Abstand. Weil das Problem ist, wenn du jetzt so ganz nah rangehst, und machst jetzt so und zeichnest, dann kannst du das nicht mehr abschätzen. Deshalb stehe ich hier jetzt auf und gucke vom weiter weg auf mein Bild und zeichne jetzt dieses obere Augenlid.
Und was ich da jetzt mache, ist, ich schaue, läuft es gerade, läuft es etwas schräger, läuft es nach oben oder nach unten. Und das muss man ein bisschen üben und dann wird man darin immer besser. Auch ich treffe das nicht immer perfekt beim ersten Mal, aber man kann das dann auch alles noch anpassen. Wichtig ist, dass man erstmal reingeht ohne Angst und dass man sich bewusst ist, okay, ich darf Fehler machen. Und besonders natürlich auch hier, wo wir jetzt das Auge ja gar nicht eins zu eins abbilden wollen, sondern nur mal üben, als Anfänger zu schauen, wie schaut so ein Auge überhaupt aus und wie geht man daran. Und dann, wenn du das ein paar Mal gemacht hast, dann geht es irgendwann mal ganz von selbst. Dann hast du das irgendwann mal im Kopf schon grob eingespeichert und weißt, wie das funktioniert. So. Hier ist auch ganz wichtig, es gibt definierte Striche. Das wäre jetzt sozusagen, wenn du einmal fest aufdrückst und einen definierten Strich ziehst, den kannst du dann nicht mehr so einfach anpassen. Dieser hier ist jetzt eher breit gezeichnet, damit du immer noch ein bisschen nach oben schieben kannst, etwas nach unten und dadurch eben die Form dann noch in verschiedene Richtungen bewegen kannst. Das ist also sehr, sehr wichtig. Hier bessere ich jetzt also noch ein bisschen aus. Ich stelle mich mal kurz hin, auch wieder, dass ich es von Weitem sehe und arbeite einfach jetzt kurz 2, 3 Minuten nochmal grob an der Form, dass die einigermaßen passt. So würde ich das jetzt erstmal lassen. Das heißt jetzt also, ich habe mir die erste wichtige Form reingezeichnet für mein Auge. Mach das jetzt einfach mal nach. Halt, wenn du willst, auch das Video mal kurz an und mal einfach mal so dieses obere Augenlid als Start. Okay, wenn du es jetzt vielleicht mitgemacht hast, sollte das jetzt so ähnlich ausschauen wie hier. Und dann gehen wir einfach mal weiter. Dann sagen wir jetzt, okay, wir haben jetzt dieses obere Augenlid gemalt und jetzt tun wir das weiter ausdefinieren. Das heißt, wir sehen, okay, hier kommt noch eine größere Linie und die bildet dann dieses ganze obere Lid. Die zeichne ich jetzt also auch mal hier ein und das wäre jetzt bei dir auch der nächste Schritt, dass du die bei dir auch einzeichnest. Wichtig hierbei ist, ganz wichtig ist, dass du dabei daran denkst, okay, ich kann gar nicht diese Linie ganz genau sagen, wo die liegt, weil es ist eine Schattierung, genauso wie hier. Da fragt man sich dann gerade so als Anfänger, oh, ganz, ganz, ganz schwer, wo setze ich nur diese Linie perfekt hin? Aber meistens hat man da viel mehr Spielraum, als man eigentlich denkt. So, dann habe ich mir jetzt dieses obere Augenlid mal definiert. Mach das jetzt bei dir auch auf jeden Fall, dass du dieses Augenlid mal ausdefinierst und dann machen wir die restliche Form vom Auge noch weiter. So, das obere Augenlid haben wir also jetzt. Dann sagen wir uns, okay, was ist jetzt noch eine wichtige große Form? Ganz wichtig, als erstes geht es um die großen Formen. Du brauchst jetzt noch nicht mit irgendwelchen Augen, mit irgendwelchen Wimpern anfangen, mit irgendwelchen Aderchen oder so. Das kommt dann alles. Wichtig ist erstmal die große Form. Und ich denke mal, so eine Form kannst du zeichnen. Das kriegst du auf jeden Fall hin. Und jetzt machen wir mal diesen unteren Schwung. Und wie gesagt, heute geht es darum, das möglichst einfach zu machen, ohne jetzt sich verrückt zu machen. Sei also entspannt. Und mach dir keine Gedanken, ob das jetzt hier eins zu eins die Form ist, ob du hier jetzt diese Schwingung eins zu eins so hinbekommst. Sei einfach locker. Das ist jetzt eine Übung, um das zu lernen. Ich stehe hier wieder gerne auf, um da von weiter weg drauf zu schauen. Wenn ich alleine zeichne, dann mache ich das auf der Staffelei und habe immer eine Armlänge ungefähr Abstand, damit ich hier den Überblick behalten kann. So, jetzt komme ich mal hier runter.
Da, wie gesagt, immer drauf schauen, diese Linie, die du gerade zeichnest, ist es jetzt eine Linie, die aufsteigt oder ist es eine Linie, die abfällt? Dadurch kannst du schon einiges immer sehen und es dann dementsprechend anpassen. So, dann wissen wir, okay, das ist unser oberes Lid. Rechts geht auch. In irgendeiner Weise fängt dieser Augapfel hier an, geht hier etwas raus und fällt dann hier relativ stark ab. Aber der geht noch ein Stück weiter. Was hier auch immer stark hilft, ist, wenn du dir diese innere Form versuchst vorzustellen, ohne dass du dabei auf irgendwelche Details achtest. Das nennt sich dieses negative Formen sehen, falls du das schon mal gehört hast. Da wird auch viel drüber gesprochen in dem Buch Garantiert Zeichnen lernen. Kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Ich verlinke es dir hier und blende es dir mal irgendwo jetzt gleich ein. Da spricht die Autorin sehr viel darüber, diese Formen hier zu erkennen. Wie diese weiße Form hier. Das hilft enorm, um da mehr zu erkennen und besser zeichnen zu lernen. So, du hast jetzt also dieses obere Lid gemalt. Du hast mal grob diesen Augapfel definiert. Und jetzt, was du machen kannst, nimm dir einfach noch mal 2, 3 Minuten, nimm etwas Abstand, schau noch mal drauf. Okay, ist es ungefähr da, wo es hingehört? Hier wichtig, nicht verrückt machen, locker bleiben und beim Zeichnen, ganz wichtig, nur ganz, ganz leicht aufdrücken. Weil wenn du jetzt merkst, okay, es ist irgendwas voll daneben, dann kannst du das Ganze einfach wieder wegradieren oder kannst es dann später mit einer anderen Schicht überarbeiten, wenn das nur ganz sanft drauf ist. Und dann klappt es wunderbar. Ich werde das jetzt auch machen. Und den einzigen nächsten Punkt, den ich dann auch gleich noch mache, ist diese Iris hier einzuzeichnen, um hier eben die Augenform sozusagen abzuschließen. Danach gehen wir dann weiter und fangen an einzufärben, Details reinzubringen und arbeiten das dann aus. Jetzt also noch mal ein paar Minuten draufschauen, leicht einzeichnen, was für dich noch wichtig ist an dieser Hauptform und da aber auch frei bleiben. Wie gesagt, es geht jetzt nicht darum, Foto zu kopieren, sondern es geht darum zu lernen, wie du ein Auge generell darstellst, wie du dieses Auge siehst, wie du das in einzelne Teile runterbrechen kannst und dann das schnell darstellen kannst. Also nimm dir ein paar Minuten Zeit, halt das Video nochmal an und zeichne das und dann machst du weiter, wenn du diese Form hast, genauso wie ich. Und dann geht's weiter. So, ich hoffe, du bist noch dabei. Du hast vielleicht gesehen, ich habe ein paar Linien angepasst und möchte dir jetzt noch einen ganz wichtigen Tipp geben. Es kann passieren, dass wenn du einzelne Linien jetzt malst, dass dir irgendwelche Formen zu groß, zu klein oder ähnliches vorkommen. Das ist manchmal dann auch wörtlich der Fall. Manchmal ist es aber auch eine Täuschung, weil du eben eine Linie malst und dieser Augapfel aber eigentlich eine Kurve ist und dann durch die Schattierung erst eine Form annimmt. Und dann kann es zum Beispiel sein, dass du denkst, ah, irgendwie passt das nicht, die Linie ist zu weit rechts, die Linie ist zu weit links. Aber manchmal oder sogar oft ist es dann so, dass einfach noch der Schatten fehlt, den du noch reinmachen musst. Deshalb jetzt erstmal so stoppen, auch wenn du merkst, okay, es passt noch nicht, dieser schwarze Punkt im Auge ist noch zu groß oder zu klein. Und es wirkt alles noch nicht so ganz rund.
Starte jetzt einfach mit mir mit dem Schattieren und dann tasten wir uns daran und arbeiten dann nach und nach aus. Und nochmal zur Wiederholung, es ist wichtig, dass du als Anfänger oder auch schon als leicht Fortgeschrittener jetzt erstmal nicht zu verrückt wirst mit den Formen, sondern dass du erstmal einfach Übungen bekommst, dass du einfach erstmal die Stifte etwas kennenlernst, dass du mal schattierst, dass du die Farben mal spielend anwendest, aber nicht jetzt so da hockst, oh, da muss jetzt aber eins zu eins da sein, der muss jetzt aber eins zu eins da sein und dir so einen Druck machst, dass es dir dann schon keinen Spaß mehr macht. Deshalb mache ich das jetzt auch gerade mal etwas lockerer, Freihand, ohne jetzt irgendwelche großen Maße daraus zu ziehen, ohne zu arg auf die Details zu achten. Du wirst sehen, das Auge wird trotzdem super ausschauen. Deshalb bleib jetzt einfach mit dabei. Wir machen jetzt weiter und fangen mit den ersten Schattierungen an. Ich gehe da immer so vor, dass ich in den dunklen Bereichen anfange. Also nicht mit den hellen, sondern ich überlege mir erst, wo ist es dunkel? Und da gehe ich dann direkt relativ intensiv rein, aber noch nicht ganz dunkel, weil ich will noch aufschichten etwas. Und das machen wir jetzt. Das heißt, wo fangen wir da an? Du siehst, ich habe immer noch die ganze Zeit die gleiche Farbe. Wir fangen an mit diesem oberen Augenlid. Da gehen wir jetzt mal nach und nach dunkler rein und arbeiten das etwas mehr aus. Hier musst du jetzt dann langsam aufpassen, dass du schon etwas genauer wirst, also dass du jetzt nicht mehr ganz breit zeichnest, sondern dass du schon etwas stärker auf deine Vorlage guckst, je nachdem, wie nah du da eben dran bleiben möchtest. Und so gehst du jetzt mal immer mit leichten Strichen drüber und schattierst diesen oberen Bereich hier ein. Und da guckst du immerhin, okay, wo ist es am dunkelsten? Wo kommt wirklich diese Schattierung raus? Zum Beispiel wie hier jetzt. Und gehst dann da nach und nach stärker rein. Dann siehst du, okay, dieses Augenlid, das ist ja im Endeffekt so eine Wölbung. Das heißt, irgendwo obendran verschwindet es in der Falte. Und dann geht es unten wieder um die Kurve, weil sich da in dieses Augenlid rein hier ja wieder diese Form ergibt. Also im Endeffekt mal übertrieben gesagt so. Hier oben geht es in die Falte rein, dann macht es eine Kurve und dann verschwindet es wieder. Und da kommt der Schatten her. Das ist sozusagen von der Seite drauf geschaut. Ich hoffe, man versteht's. Gut, so gehen wir hier jetzt mal rein und zwar bis hier unten. Da kannst du sehr viel mit dem Van Dyck arbeiten und dann nach und nach reinkommen. Jetzt kommen die alle angerollt. Mit dem, halt, das ist das Walnut Brown schon. Van Dyck ist hier. Und dann Umbra Natur. Genau, also die sind sehr ähnlich. Die werden nur nach und nach etwas heller. Und wenn du jetzt merkst, dass es etwas farbiger wird, dann kannst du schon. Du siehst, mit so einem hier reingehen, Sienna gebrannt, der geht schon etwas in den rötlicheren Ton dann rein. Und so tastest du dich immer näher ran und bringst nach und nach etwas Farbe ein. Kurzer Tipp zwischendrin, die meiste Farbe ist immer in den Mitteltönen. Das heißt, in den dunklen Tönen ist nicht so viel Farbe und in den ganz hellen Tönen ist nicht so viel Farbe. In den Mitteltönen, die sind am stärksten gesättigt. So fangen wir da jetzt also an. Als erstes mit dem Walnut Braun, weil das das dunkelste ist und da gehe ich jetzt hier rein und schattiere mal diesen Bereich aus. Schau zu, wie ich das mache, da musst du dich jetzt ein bisschen rantasten, leicht aufdrücken, nicht fest und dieses obere Lid mal einschattieren. Los geht's.
Du siehst dir hoffentlich gerade gut, wie ich vorgehe. Ich schaue wirklich, und zwar mit zugekniffenen Augen, das ist der Geheimtipp, auf mein Auge drauf und guck wirklich relativ gelassen, so von Weitem drauf, okay, warte mal, wo ist es eigentlich dunkel? Und wenn du das jetzt mal machst, probier es wirklich aus, schau mal auf die Vorlage drauf. Die tue ich übrigens unten verlinken, dass du dir auch genau die gleiche hast. Und dann guckst du so drauf und dann siehst du, dieser ganze rechte Bereich hier, der ist sehr dunkel. Und auch dieser ganze Bereich, wo die Wimpern rauskommen, sehr, sehr dunkel. Wenn du die Augen offen hast, wird dir das oft gar nicht so bewusst. Das ist also hier ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Indem du das machst, immer wieder mal zusammenkneifen, dann suchst du dir so mal raus, wie diese grobe Form von dem Auge eigentlich ist, ohne von diesen ganzen Details abgelenkt zu werden. Und dann gehst du rein. Dann siehst du, ah, warte mal, hier in dem Bereich, da ist aber sehr viel dunkel. Und da geht's ja, da schaut es mit zugekniffenen Augen fast sogar schwarz aus. Dann weißt du, okay, da muss ich noch irgendwie dunkler gehen. Wenn du dann so weit bist, dass du versuchst, sogar diese Formen zu verstehen, wie ich sie vorher erklärt habe, dann siehst du, hier kommt diese Form von dem Auge irgendwie wieder raus. Das heißt, aus dem Schatten musst du hier langsam jetzt heller werden. In beide Richtungen, nach oben und nach unten, um diese Formen eben dementsprechend darzustellen. Deshalb hilft es hier auch, so ein Sketchbuch zu haben oder so ein Buch wie die, wie heißt die große Schule des Zeichnens, glaube ich, wo man diese verschiedenen Seiten von dem Auge sehr gut sehen kann und dann einfach mal das Verständnis hat. Weil wenn man versteht, sieht man automatisch mehr. Das ist einfach so. Ich sage immer, das ist wie, wenn sich irgendwas im Busch oder in der Hecke versteckt und du siehst es nicht und deine Freundin oder Freund oder sonst irgendwer sagt dann, schau mal, da hockt die Katze in der Hecke und du siehst es erst nicht. Wenn du es dann einmal gesehen hast und du schaust hin, ist es in deinem Gehirn immer gespeichert und du siehst immer wieder diese Katze oder dieses Muster. Da gibt es ja auch so berühmte Muster mit diesen zwei Gesichtern an der Vase, manchmal erkennt man es am Anfang nicht und wenn man es dann einmal erkannt hat, kann man es gar nicht mehr wegschalten. Und das ist halt so beim Zeichnen auch. Sobald du einmal verstanden hast und diese Muster geübt und erkannt hast, dann fällt es dir einfacher, die nochmal wiederzugeben und zu erkennen. Okay, hier, du siehst also ganz locker draufgehen, ganz leicht drauf schattieren, mal dich selbst fragen, okay, was kommt da für eine Farbe? Ja, hier wird es scheinbar irgendwie ein bisschen farbiger, leicht orangiger. Dann kannst du schon einen leicht hellbrauneren Stift nehmen, wie diesen Sienna. Und dann später kannst du noch ein leichtes Orange reinschraffieren. Es ist also wirklich, denke etwas größer hier. Man soll ja immer groß denken sozusagen. Und nicht in den Details. Die kommen dann immer noch später. Aber viel wichtiger ist diese übergreifende Fläche, weil da macht man am Anfang immer die meisten Fehler. Ich mache das weiter. Ich werde es noch nicht finalisieren, weil wir erst das Auge irgendwie auf so ein Level und noch ein bisschen höher bringen und dann nach und nach mehr Details aufbringen. Deshalb mach jetzt mit mir einfach so weiter. Wir schattieren das aus. Wir gehen auch hier runter. Und ich komme auch von den Seiten schon leicht mit Schattierungen rein. Einfach um diese Form jetzt um das Auge rum und diese, sag ich mal, Hautbereiche weiter auszuarbeiten. Später gehen wir dann ins Auge rein und in die Iris. Deshalb, weiter geht's. Musik an und entspannen. Du siehst, ich lege um das komplette Auge rum jetzt nach und nach leichte Schattierungen. Ich nehme da wirklich sehr viel Abstand, auch wieder gerne im Stehen und mache so einen Abstand wirklich mit dem Arm,
Normalerweise mache ich das an der Staffelei, wenn ich jetzt was mal, wenn ich was mit Öl mal oder mit Bleistift auf der Staffelei und habe so einen Abstand. Du siehst da viel mehr, was eigentlich passiert. Und deshalb lege ich jetzt nach und nach einfach diese Schattierungen außen rum und du siehst auch sehr gut, finde ich, dass ich hier jetzt nicht herangehe und mache klick, 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 ein Strich nach dem anderen. Das ist gar nicht nötig, sondern du baust jetzt erstmal dein ganzes Auge von den großen Formen nach. Was dann immer mal wieder passiert, das hast du jetzt auch gesehen, dass du dann einige solche Schlüsselelemente hast, sage ich jetzt mal, so wie hier, die dir irgendwie etwas Orientierung geben können, wenn du dir die mal kurz reinzeichnest. Deshalb auch hier hast du gesehen, habe ich schon an der Iris etwas angefangen zu zeichnen, weil die einfach hier eine wichtige Linie hat, die klar raussticht. Und das kannst du immer mal wieder machen. Auch hier bei den Wimpern habe ich zwei, drei reingezeichnet, weil die einfach hier sehr führend sind und einen eine gute Info geben und einfach so ein Gerüst, wo man sich dann auf einmal ein bisschen besser zurechtfindet und auf einmal sagen kann, ja, okay, hier, das ist da, okay, da bin ich hier, da bin ich da und auf einmal kannst du diese ganzen Abstände, Verhältnisse besser sehen. Was jetzt noch passiert, ist, dass ich überall noch dunkler gehe, also Aufschichten dunkler gehe und nicht wundern, ich werde jetzt auch immer weiter schon hier reingehen und dann da mal mich langsam an den Augapfel annähern. Hier ist auch ein ganz wichtiges Learning dabei, dass der Augapfel keineswegs weiß ist. Merkt ihr das und speichert es für immer. Der Augapfel ist nicht weiß. Woher weißt du das? Kneif die Augen zu und schau mal drauf. Da ist in diesem ganzen Bereich vom Bild ist es sehr, sehr dunkel. Das heißt, hier ist der Augapfel sehr dunkel. Das täuscht nur, weil ganz nebendran halt mit die dunkelsten Stellen im Bild sind. Und wenn du eine hellere Stelle neben der dunklen hast, dann wirkt die gleich viel, viel heller und denkst du vielleicht, ja, da gehe ich mit so einem Grau rein, das ist ja hier nur leicht grau. Das ist aber eine optische Täuschung, die einen immer wieder trifft. Ihr kennt es vielleicht, das mit dem Schachbrett, das Bild, und du bist hier viel zu hell, wenn du jetzt einfach nur drauf schaust und mit dem Grau reingehst. Wie gesagt, Augen zumachen und du siehst sofort, wow, das ist ja gleich was ganz anderes, da ist dieser ganze Bereich hier relativ dunkel. Deshalb musst du da jetzt dann auch stark rauskommen und weiter abdunkeln. Genau das mache ich hier. Wie gesagt, ich nehme Abstand, schaue von weitem drauf, sehe das. Und jetzt arbeite ich das hier weiter aus, gehe in manchen Bereichen noch einen Ticken dunkler, noch mal ein bisschen dunkler, schaue und so. Also wie gesagt, es ist so ein spielerisches Vorgehen, das richtig Spaß macht. Und dann schaue ich wieder drauf. Ja, halt, warte mal, da ist aber nicht mehr so bräunlich, da ist irgendwie so ein leichtes Lila mit drin. Und dann gehe ich einfach kurz rein und bringe das etwas mit auf, einfach kreisförmig aufschraffiert. Wie gesagt, ganz wichtig, dass man sich da nicht verrückt macht. Man kann sich da tausende Regeln anhören und gerade so auch beim Ölmalen sehe ich aber, es kommen sehr viele Fragen. Ich freue mich natürlich über alle Fragen. Aber ich gebe euch den Tipp, macht es nicht zu kompliziert am Anfang. Ihr habt Stifte, ihr nehmt den in die Hand und ihr fangt an zu zeichnen. Und das ist das Allerwichtigste, das Sehen und das Ausprobieren. Deshalb sei da locker und geh da einfach ran und spiel etwas rum. Wenn es nicht genau passt, bei der nächsten Zeichnung etwas besser, bei der nächsten Zeichnung wieder etwas besser. Es dauert einfach ein bisschen, bis man diese Erfahrung gesammelt hat. So, hier geht es also weiter mit der Haut außenrum, noch ausgearbeitetere. Und dann fange ich auch schon langsam an, die Pupille reinzubringen. Und dann geht es Schritt für Schritt immer schneller voran. Am Anfang dauert es manchmal ein bisschen, bis man so dieses Grundkonzept gelegt hat. Und dann auf einmal zack, 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 geht es immer schneller und dann ist das Auge fertig. Da brauchen wir aber noch ein bisschen. Also, lass uns weitermachen. Thank you.
Wir kommen immer näher dran. Du siehst jetzt, ich habe immer mehr Stifte in der Hand. Nimm schön Abstand, nehme mir einen raus, zeichne wieder ein bisschen, nehme mir einen raus. Das ist auch ein kleiner Tipp, das ist keine große Sache, aber du wirst irgendwann mal sehen, wenn du die Stifte in der Hand hast, dann nimmst du sie auch. Das ist ein Tipp, den mir der Emanuel Descagno mal gegeben hat. Wenn du die Stifte irgendwo hinlegst, dann malst du und hast eine gewisse Faulheit, einen neuen Stift zu nehmen und die Farbe zu wechseln. Weil dann passiert es oft, dass du einfach halt mit der Farbe weitermalst und bist verträumt. Aber eigentlich weißt du schon, dass du nicht mehr die richtige Farbe verwendest. Wenn du die aber immer in der Hand hast, dann kannst du relativ schnell wechseln und machst es dann auch öfter. Das habe ich jetzt also soweit gemacht. Wenn du dich jetzt fragst, es ist ja noch kriselig, es ist ja immer noch nicht ganz aufgefüllt. Ja, dieses feste Aufdrücken, das du vielleicht schon kennst, wenn du mal ein bisschen dich schon informiert hast bei den Buntstiften, das mache ich ganz, ganz am Ende. Wenn ich wirklich merke, ich habe das ganze Bild jetzt befüllt und wenn ich ihn von ein bisschen weiter drauf schaue, stimmen meine Farben überall so, wie ich es haben will, die Formen stimmen grob, wie ich es haben will und dann gehe ich nochmal in der letzten Schicht nochmal fest drauf und mache, dass es schön flach und nicht mehr so grieselig wird. Da bin ich aber sehr vorsichtig, weil wenn das mal passiert ist, gibt es kein Zurück mehr. Fast nicht so. Es gibt immer noch ein paar Tricks, aber so ist es schon besser. Nimm dir einfach Zeit, schichte das langsam so auf, nimm dir deine Stifte. Und ich muss gerade auch ganz ehrlich zugeben, es fällt mir gerade ein bisschen schwer zu stoppen, wenn ich jetzt wieder ein bisschen zeichne und dann will ich euch wieder was erklären. Dann bin ich schon so arg in meinem Zeichnen drin, ihr kennt es bestimmt selbst, dass man am liebsten einfach gar nicht mehr aufhören würde und würde einfach weiter zeichnen bis zum Ende. Ich will euch aber natürlich hier viele Sachen beibringen, deshalb stoppe ich immer wieder. Und ja, jetzt mache ich hier noch ein kleines bisschen weiter, aber ich kämpfe mich schon langsam in das Auge vor, weil es ist so, dass wenn du einmal an einem bestimmten Punkt angekommen bist, dann füllst du am besten alles erstmal auf, weil dieses ganze Weiß, das hier jetzt noch ist, das wirkt wieder auf dein Gehirn, dass du diese Sachen anders wahrnimmst, als wenn die später leicht aufgefüllt sind. Das ist auch einer der Gründe, warum viele Leute beim Malen oder beim Ölmalen eine Unterschicht malen und mehrere Schichten drauf, weil dann erstmal dieses ganze Weiß verschwindet und man den Zusammenhang besser sieht. Deshalb neige ich auch sehr gerne dazu, erstmal alles grob zu machen, etwa, also schon in die richtigen Richtung mit Farben und so, aber diese letzten Sachen, die kommen dann nach und nach rein. Da würde ich jetzt auch schon langsam anfangen, dass ich mal ein paar Wimpern reinziehe, dass ich jetzt hier in die Details mit den Glanzlichtern reingehe und langsam auch die Pupille anfange. Also, weiter geht's. Schnapp dir deine Stifte, schattier hier auch noch ein bisschen mit. Schau einfach, wo ist es noch ein bisschen heller, wo ist es noch ein bisschen dunkler. Geh mal ein Stück weg, mach mal die Augen zu und dann bringst du auf, was du siehst. Los geht's! Nimmt langsam Form an, würde ich sagen. Du siehst, auch in das Auge bin ich jetzt langsam reingegangen und ich komme von der Seite relativ dunkel rein. Hier ist auch wichtig, je nachdem von welchem Winkel du das siehst, schaut es immer ein bisschen anders aus. Es kann jetzt sein, dass jetzt bei dir zum Beispiel ein Bereich auf dem Foto heller wirkt. Wenn ich so von hier schaue, wirkt ein Bereich dunkler. Das ist auch beim Foto, das man ausdruckt, ein kleines bisschen noch schlimmer ist es beim
Tablet oder Handy und am allerschlimmsten ist es beim Laptop, Bildschirm. Kennt ihr ja, manchmal schaut man da ein bisschen so, wird's heller, dunkler. Und das ist ja auch so ein bisschen der Fall. Wie geht man also in dieses Auge rein? Ich habe jetzt schon ein bisschen angefangen, du hast es gesehen. Einfach erstmal mit ein paar dunklen Farben relativ frei reingehen von der Seite. Ich weiß, hier an der Stelle kann man sehr schnell mal überfordert sein, weil man diese ganzen Details da sieht und dann gar nicht weiß, wo man so richtig anfangen soll. Ich gehe auch hier so vor, dass ich immer schaue, okay, wo ist jetzt welcher Bereich? Ich teile es eher in Bereiche ein und sehe jetzt, okay, hier im unteren Bereich von dieser Pupille, da ist es dunkel. Und da male ich jetzt dann einfach ein paar Linien rein. Und ich schaue dabei immer auf meine Vorlage und zeichne die. Aber ich schaue jetzt nicht drauf, dass ich irgendwie die einzelnen Linien genauso rausführe wie hier in dieser Pupille. Das kann man machen, dann dauert aber so ein Bild 20, 30, 40 Stunden. Und dieses Bild hier soll jetzt so bei 1, 2, maximal 3 Stunden liegen. Wenn man das wirklich jetzt noch weiter ausarbeitet, was wir jetzt noch machen. Und ja, da muss man jeder für sich wissen, was ist jetzt gerade das Ziel, wie genau will ich es machen. Es gibt natürlich Zeichnungen, an denen man jetzt sagt, hey, jetzt will ich es mal ausprobieren, wie weit kann ich es treiben, wie gut kann ich es machen. Ich will das jetzt mal ganz unabhängig von der Zeit so gut machen, wie es nur geht. Oder eben jetzt so, okay, es ist jetzt eine Übung, relativ frei zum locker werden. Natürlich schon auch mit einem höheren Anspruch, dass man das schon realistisch zeichnet, aber nicht bis in das allerletzte Detail. Und so kannst du also reingehen. Dann, wenn du es mal wo leicht blau schimmern siehst, dann nimmst du einfach mal was Blaues, so wie hier, und zeichnest da mal ein paar Striche rein und gibst dann auch mal ein bisschen eine Welle. Die dürfen also nicht so mechanisch eins zu eins nebeneinander liegen, die dürfen auch da mal wild rausgehen. Und so legst du jetzt hier auch Farben aufeinander. Hellblau, dann nimmst du mal ein dunkleres Blau und kommst mal von etwas mehr außen und orientierst dich immer so ein bisschen an der Vorlage. Aber wie gesagt, versuchst du jetzt nicht eins zu eins ganz perfekt nachzubilden, weil das dauert immer extra Zeit und kann dich am Anfang stark überfordern, wenn du das zu genau machen möchtest. Und so legst du jetzt hier Schicht für Schicht aufeinander. Hier auch wieder wichtig, am oberen Bereich von dieser Pupille, da ist es sehr dunkel. Das kommt daher, dass das obere Augenlid, wenn da ein Licht reinfällt, dann fällt ein Schatten ein Stück auf die Pupille. Und das ist dann immer das, was man hier im oberen Bereich sieht. Ich hoffe, du siehst es jetzt auch. In diesem oberen Bereich, wo es dann dunkler ist. Und da sieht man sogar die Schatten von den Wimpern oft ins Auge fallen. Du siehst also, das ist ein Schatten, der in die Pupille reinfällt. Und jetzt verstehst du das auch, wie das zustande kommt, dass es da oben dunkler ist. Und jetzt hoffe ich, dass du es für immer dann auch erkennst. Ah, da oben muss ich dunkler werden. Ah, da rechts in der Ecke, da geht die Kugel rum, da muss es auch dunkler werden. Da habe ich bei mir in meinen Zeichenkursen sehr viele Übungen drin, wo wir das besprechen, wo wir Kugeln malen, wo wir schattieren, wo wir alles Mögliche machen von Tieren über Porträts und Grundsachen. Wenn dich das interessiert, schau da auch gerne mal vorbei. Ich verlinke es dir kurz. Ist auch immer in der Beschreibung drin. Und da kannst du gerne mal vorbeischauen, wenn du viel mehr noch zum Zeichnen lernen möchtest, ist das auf jeden Fall die richtige Adresse für dich. Ja, so geht man jetzt hier weiter. Du siehst, es nimmt Form an. Und was ist jetzt, wie geht es jetzt weiter? Man geht jetzt immer dunkler, weil, ups, weil du siehst jetzt ja, wenn du drauf schaust, es fehlt noch an ein paar Stellen der Kontrast. Besonders jetzt in der Pupille, da haben wir gerade erst angefangen. Hier außen ist der Kontrast schon ein bisschen stärker. Hier unten fehlen noch ein paar Sachen. Und dann, wenn wir sagen, okay, wenn ich jetzt drauf schaue von ein bisschen weiter weg und ich denke mal, dieses Grieß liegt vom Papier noch weg, dann schaut es schon ganz gut aus. Und dann nehmen wir entweder den weißen Stift oder Stifte, die nah an diesen Farben dran sind und drücken fest auf und geben den so ein bisschen dieses Runterdrücken, dass diese ganze kriseligen Sachen von dem Papier weg sind. Und dann ist es fertig. Es dauert jetzt noch ein bisschen. Hier kann man jetzt beliebig lange rumspielen.
Du kannst natürlich überall sagen, so, jetzt langt es mir, das ist jetzt für mich die Übung, da habe ich jetzt viel gelernt. Aber wir bringen das jetzt schon noch so weit, dass es sehr realistisch ausschaut. Und ich freue mich natürlich, wenn du dabei bleibst und hier auch mitzeichnest. Deshalb nimm dir jetzt dunkle Stifte und geh von außen in die Pupille rein und arbeite dich von beiden Seiten rein und beachte, dass du diese zwei Lichtbereiche etwas frei hältst. Die müssen nicht eins zu eins so drin liegen wie da, aber das schaut sehr gut aus, wenn du die hast. Genau. Und dann würde ich sagen, weiter geht's. Du siehst, wie sich die Pupille entwickelt. Es macht so viel Spaß, das kann man kaum beschreiben, würde ich sagen. Man kann hier wirklich sehr schön einfach reinschauen. Also ich will dir jetzt erklären, wie ich das mache. Du siehst hier jetzt ja zum Beispiel so orangene Flecken. Du wirst jetzt vielleicht denken, die habe ich genau gemalt oder gezeichnet, aber habe ich nicht gemacht, sondern ich schaue einfach von etwas weiter rauf und dann sehe ich, ah, okay, da leuchtet mich orange was an. Dann mache ich hier so ein paar Striche rein, nicht so genau. Und dann sehe ich, okay, hier leuchtet mich was an, das ist nicht mehr ganz so stark orange. Dann nehme ich einen Stift, der ist nicht mehr so stark und schaue, wo es mich da anleuchtet. Dann gucke ich rein, wo kriege ich noch einen Eindruck? Hier, dann gehe ich da ein bisschen rein. Und so spiele ich mich da einfach durch. Was jetzt noch kommt, ist, ich werde jetzt mal diese Pupille fertig ausarbeiten und erst dann außenrum weitermachen. Das heißt, die Pupille bringen wir jetzt mal wirklich zu dem Punkt, dass sie fertig ist, fast, und werden da jetzt dann auch schon mit dem Weißen reingehen. Hier passt der Weiße sehr gut, weil hier an ein paar Stellen sowieso noch das Ganze etwas aufgehellt werden kann, weil da ein paar Linien drin sind, weil da sehr helle Bereiche drin sind, die man mal reinzeichnen kann. Und dadurch wird das Ganze noch realistischer. Was du auch machen kannst, ist, dass du zum Beispiel einen Radiergummistift vom Tombow nimmst. Wenn das jetzt so fein ist, braucht man so einen kleinen, der wirklich sehr, sehr fein ist. Und dann kannst du da reingehen und auch mal eine Linie wieder aufhellen. Du kriegst es nicht mehr so einfach ganz wegradiert, aber das ist auch gar nicht das Ziel, sondern dass du zum Beispiel, wenn jetzt hier was noch heller glänzt, dass du mal reingehst, dass du hier siehst, okay, da kann ich noch mal was anzeichnen und dann gegebenenfalls auch noch mal mit dem Weißen drüber gehst. Ganz wichtig beim Auge ist auch, das Auge ist an den Rändern, also die Pupille, nicht hartkantig. Generell ist in dem ganzen Auge fast nichts hartkantig, außer die Wimpern teilweise. Es ist fast bei allen Bildern so, meistens werden die Kanten zu hart. Deshalb werden wir auch hier am Rand mit dem Weiß entlang gehen, um das so richtig schön aufzuschwimmen, sag ich mal, oder zu verschwimmen, zu verblören, könnte man auch auf Englisch sagen. Und da kriegt man diesen Effekt hin. Also, die Pupille machen wir fertig. Dann ziehen wir noch die Haut außenrum drüber, wenn die dann auch so langsam dann eben festdrücken und dann sollte das Ganze wunderbar ausschauen. Mach am besten auch einfach an der Pupille weiter. Wie gesagt, die muss nicht eins zu eins ausschauen. Ich habe auch einige Abweichungen drin, gar keine Frage. Bei mir geht es aber halt schon aus dem Handgelenk, selbst wenn ich es nicht so genau machen will, wenn man so viel Übung hat, dann man macht es dann halt einfach, weil sonst fühlt es sich falsch an. Deswegen ist es auch für mich schwer, hier jetzt so ganz, ganz, ganz ungenau das zu machen. Geht natürlich auch, kann man auch machen, wenn man sich so zwingt, in einer Stunde fertig zu sein. Das ist eine gute Übung zum Beispiel, mache ich ab und zu mal. Aber da macht es mir schon sehr viel Spaß und da will ich noch ein bisschen dran arbeiten. Und dann, wie gesagt, außenrum muss man noch ein bisschen was aufbringen, ist noch zu hell hier an ein paar Stellen.
Dann ist das Bild fertig. Es dauert aber noch eine Weile. Jetzt ist so das Feintuning, wenn man das noch machen möchte. Gut, ich zeige dir das jetzt, wie ich diese Pupille ausarbeite. Dann zeige ich dir noch, wie es mit dem Augapfel hier noch zu Ende gebracht werden kann. Und dann ziehen wir die Haut noch fertig und dann haben wir es geschafft. Super. Es wird jetzt immer realistischer, würde ich sagen, und du siehst auch sehr gut, wie man mit diesem weißen Stift und auch mit grauen Stiften ganz besonders schön das Flachzeichen kann, aufweichen kann. Wie man auch mal hier im Auge, wenn man einen wirklich spitzen und scharfen Stift hat, auch mal sozusagen ein bisschen kratzen kann. Da schiebst dann die alte Farbe wieder weg und es wird ein bisschen heller und das Weiße kommt ran. Das geht natürlich nur, um es ein bisschen aufzuhellen. Um so ganz weiß was hinzubekommen, geht es nicht mehr. Da können wir radieren. Oder wenn man dann wirklich das noch machen will, kann man auch nochmal mit einem weißen Extramedium, mit einem weißen Stift oder mit einem weißen Pinsel was raufmalen. So wie hier zum Beispiel. Das hätte man jetzt am Anfang dann ganz weiß lassen müssen, wenn man es wieder so weiß haben will. Aber man kann auch natürlich mit irgendwas anderem noch draufmalen, wenn man das unbedingt weiß haben möchte. Genau. Jetzt geht es also nur noch um die Haut außenrum und dann um den letzten Touch. Wenn es ganz fertig ist, also wenn jetzt die Haut auch noch platt gedrückt ist und weich gezeichnet ist, dann schaue ich nochmal drauf, dann gucke ich nochmal ein paar Minuten, wo kann ich nochmal einen stärkeren Kontrast reinbringen. Will ich noch ein paar kleine Äderchen drauf zeichnen? Dann natürlich noch Wimpern und solche Sachen. Das ist dann wirklich im allerletzten Schritt. Jetzt geht es nur noch darum, hier raufzuschauen und immer wieder was reinzuzeichnen und anzupassen. Schauen, anpassen, schauen, anpassen. Und so klappt es dann wunderbar und das Bild ist fast fertig. Super, lass uns da jetzt also noch die Haut durchziehen und dann machen wir den letzten Touch noch. Wir sind also so gut wie fertig. Du hast gesehen, ich habe auch sehr oft mit Grau gearbeitet, mit helleren Grautönen, mit dunkleren Grautönen, gerade um in diesen Bereichen, wo es dann nicht ganz so weiß und nicht so hell ist, nicht so arg das Ganze wieder aufzuhellen. Wenn ich jetzt mit Weiß in diese dunklen Bereiche reingehe, das ist einfach nicht ideal. Da lieber mit einem anderen dunklen Stift reingehen oder mit einem dunklen Grauen. Da funktioniert es wunderbar. Was uns jetzt natürlich hier noch fehlt, sind jetzt einmal solche Details. Das heißt zum Beispiel diese Augenbrauen, die hier nach unten gehen. Hier brauchst du einfach einen wirklich spitzen Stift. Dann ist wichtig, gerade so jetzt, wenn du das noch nicht so lange machst, dass du eben locker bist in der Hand. Also lieber locker sein und eine schöne Wimper ziehen, anstatt unlocker und dann verkrampft und eine ganz komische, nicht geschwungene sag ich schon, Wimper zu machen. Sondern da geht es darum, locker zu bleiben. Einfach zack. Und dann nicht so versuchen, die genau so reinzulegen, wie sie ist. Das wird sowieso zum Schluss keiner nachmessen. Sondern einfach gucken, dass du schön geschwungene Wimpern hast, die am Anfang, ich mach's mal aufs Extrapapier, stark sind und dann nach hinten auslaufen. Da musst du also dann weggehen mit dem Stift.
damit die eben schön weich starten und schön weich enden. Und auch hier ganz wichtig, dass du schaust, wie schauen die wirklich aus? Sind die sehr zufällig oder sind die mechanisch gezeichnet? Nein, natürlich nicht. Die fallen irgendwie. Und von daher ist es auch hier ganz unwichtig, ob du die jetzt 1:1 reinbekommst, wie in der Vorlage. Hier zählt einfach nur, dass sie ausschauen wie eine Wimper. Das machen wir jetzt. Also siehst du, es geht relativ schnell. Einfach so mal geguckt, wo könnten da welche sein und dann mal reingezogen. Ich schaue jetzt auch nicht ganz genau auf die Position, weil das bringt ja nichts. Okay, lass uns also die Wimpern noch machen, oben und unten. Und dann machen wir die letzten feinen Details, bevor wir dann endgültig fertig sind mit dem Bild. Noch einmal zur Wiederholung. Weich starten, weich enden, gut schwingen. Das ist das Wichtigste bei den Wimpern. Los geht's. Ich würde sagen, es ist so gut wie fertig. Man kann da natürlich noch ewig weiter dran arbeiten. Man kann hier jetzt sehr viele Feinheiten in die Haut noch reinmachen. Das will ich jetzt heute nicht machen. Wie gesagt, habe ich ja am Anfang erwähnt, es soll sehr realistisch werden, aber nicht in jedes Details, weil das würde jetzt wirklich nochmal Stunden dauern, wenn man jetzt diese Hautdetails noch alle ausarbeiten möchte. Kann man natürlich machen, aber dann dauert es lang. Was wir aber hier jetzt noch ganz leicht machen können, ist, dass wir so ein paar kleine Äderchen hier reinziehen, ohne fest aufzudrücken und auch nicht zu dunklen Stift nehmen, weil hier ist es oft so, dass die eben dann zu arg rausstechen. Also hier mal so eine raufsetzen, hier mal eine raufsetzen, immer noch mehr ein bisschen lila Ton und dann einfach ein paar solche kleinen Details. Da sieht man auch, mit den Stiften kann man wunderbar aufschichten und auch jetzt könnte man dann noch beliebig viele Schichten draufmalen und diese Details noch weiter einbringen. Also einfach so zack, zack, frei, da mal was reinziehen, einfach gucken, wie es ungefähr läuft. Wie gesagt, dass es natürlich verläuft, ist immer viel wichtiger, als dass es genau gleich wie auf der Vorlage verläuft. Genau, dann können wir hier noch ein paar solche Anmerkungen reinmachen, sage ich jetzt mal. Hier noch ein bisschen. Genau. Wenn ich Lust habe, werde ich hier vielleicht später noch, wenn ich mal beim Ölmalen bin oder so, hier noch 2-3 Lichtpunkte reinsetzen, dann kommt es nochmal sehr stark raus hier. Werde ich jetzt aber nicht machen, sondern wenn es sich halt mal anpasst, dann setze ich die 2 kurz drauf. Wenn du noch weitere Videos zum Porträtzeichnen oder generell zum Zeichnen anschauen willst, empfehle ich dir auf jeden Fall gleich diese 2 Videos hier auch noch anzuschauen, wo ich dir die wichtigsten Tipps zum Hautzeichnen und zum Lippenzeichnen gebe mit Buntstiften. Deshalb, wenn es dir gefallen hat, ich würde mich sehr freuen, wenn du einen Kommentar schreibst. Was würdest du gerne als nächstes sehen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst und den Kanal abonnierst? Dann bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Ciao.